Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute so ein kleines Update zum Bienenmount. Und zwar hatte ich da ja vor ein paar Tagen schon ein Video erstellt, wo ich so ein bisschen erklärt habe, wie das funktioniert mit dem Mount. Und jetzt soll es mehr um die Rufgeschichte geben. Und zwar sind da noch ein paar Fragen offen geblieben, beziehungsweise habe ich noch ein paar andere Geschichten rausgefunden, die dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Und da wollen wir als erstes mal einsteigen. Als allererstes war ja die Problematik mit Hummelbummel. Das ist ja das Pet, was wir am Anfang brauchen, um quasi hier diese ganze Questgeschichte zu triggern. Übrigens, wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, von was redet er, schaut das erste Video an. Da zeige ich, wie man die Fraktion freischaltet und wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr das nicht wisst, dann macht das Video hier jetzt keinen Sinn für euch an der Stelle. Im ersten Video habe ich ja euch gesagt, ihr braucht Hummelbummel, um quasi alles triggern zu können. Das ist zwar richtig, es gibt aber noch ein anderes Pet, wo wir quasi unseren Start hier triggern können. Und zwar ist das die Seebrisenhummel. Und diese bekommen wir bei der Sturmwacht, wenn ihr respektvoll seid, für 250 Pet-Battle-Marken. Und zwar hier im Brenndamm, einfach beim Händler von der Sturmwacht. Ihr könnt das Ding, wenn ihr den Ruf nicht habt, beziehungsweise die Pet-Metal-Mark nicht habt, könnt ihr das auch im Auktionshaus kaufen. Und unter anderem habe ich das auf Antonidas auch im Auktionshaus. Also Schlag zu, es ist ein guter Deal auf jeden Fall. Und da müsst ihr nicht 7 Tage die Dailies für die Hummelbummel basteln. Genau, also heißt erleichterter Einstieg mit dem zweiten Pet. Das nächste, was ihr vielleicht wissen solltet, ich habe im ersten Video Käse erzählt. Und zwar müsst ihr euch nicht dieses Item kaufen. Kauft es euch nicht, das bringt nichts. Das startet nicht die Questreihe. Das hier ist einfach nur eine andere Questreihe, die euch am Ende, mir wurde gesagt, 750 oder 850 für die Sturmwacht an Ruf bringt. Also es ist sinnlos. Ja, macht es nicht. Im Endeffekt kriegt ihr die Hummel, sobald, oder die Biene, sobald ihr das Pet hier gefüttert habt. Und zwar müsst ihr es hier einmal den Balken um 3500 füllen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann nochmal um 7000 füllen. Und wenn ihr da fertig seid, könnt ihr eine Quest annehmen. Geht raus, sprecht mit dem Typen. Und dann könnt ihr das hier abgeben und ihr kriegt das Mount. Also das ist eine Quest, wo ihr das Mount dann bekommt und ihr müsst nur das hier hochfüllen. Der Ruf hier bei dem Honigrückenschwarm ist komplett egal. Den Ruf braucht ihr nicht. Und als kleiner Hinweis, ihr braucht insgesamt 2100 Gelee, dass ihr hier dem Viech füttern müsst, dass ihr quasi diese beiden Rufdinger fertig habt. Also dass ihr den ersten 3500 und dann 7000 fertig habt. Wenn ihr diese 2100 Gelee füttert, habt ihr auch gleichzeitig hier diesen Honigrückenschwarm auf Ehrfürchtig, der euch aber nichts auf Ehrfürchtig bringt. Ja? Also die Fraktion ist komplett sinnlos. Es ist nur dieses Pet, was ihr füttern müsst. Ihr könnt dann hier zwar die Quest hier annehmen, aber die hat keine tolle Belohnung. Also ihr kriegt da wirklich nur anscheinend den Ruf. Ja? Heißt, das ist relativ sinnlos. Im Endeffekt, den Ruf, den ihr über zwei Quellen bekommt, einmal wenn ihr den Typen hier täglich umboxt, die 500, und diese Events, die ja auch, wenn ihr die Rares tötet, also sprich schnell genug seid, kriegt ihr Ruf-Tokens, die 750 Rufwert sind, wenn ihr die hier abgibt, bringen euch nichts. Also die würde ich an eurer Stelle nicht farmen. Wie ist jetzt die schnellste Möglichkeit, euer Bienenmount zu kriegen? Ihr spielt ganz normal hier das Ding frei, macht täglich einmal den Honighauer und dann fliegt ihr einfach rum und holt euch quasi diese Vorkommen. Jetzt können wir das mal gucken. Wir klicken hier einfach drauf. Und, da haben wir ein Dingsmagnet. Perfekt, das kann ich euch gleich mal zeigen. Und jetzt habe ich gerade ein Gelee gekriegt, ja. Und dann können wir jetzt einfach hier rumfliegen und immer diese Dinger aufmachen. Und das ist tatsächlich das Schnellste. Hier waren jetzt 2 Gelee zum Beispiel drin. Und die Anzahl an Gelee, die ihr hier aus diesem Zeug rausbekommt, ist übrigens erhöht, wenn ihr einen höheren Ruf habt. Zumindest kam es mir so vor. Sobald ich wohlwollend wurde, habe ich hier öfter auch mal blaue Sachen rausgekriegt. Ihr habt gesehen, blaue Gelee, das sind quasi 4 kleine. Und sobald ich respektvoll wurde, habe ich zusätzlich tatsächlich auch epische rausbekommen. Es ist relativ selten, aber es kann rauskommen. Und zusätzlich kann hier auch der Gelee-Magnet drin sein. Ah, da war anscheinend gerade einer vor mir da, der das abgefarmt hat. Und dieser ist relativ praktisch, denn mit diesem Gelee-Magnet bekommt ihr noch mehr Gelee. Ich kann das jetzt mal einsetzen. Und zwar, jetzt machen wir das mal auf. Es ist nicht immer viel mehr. Jetzt habe ich hier 2 drin gehabt, aber es kann bis zu 5 Gelee quasi drin sein. Und dann geht es doch relativ schnell. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, warum sieht der Tela die Dinger auf der Map? Und zwar habe ich eine Brille, die man sich bei dem Händler einfach kaufen kann für insgesamt... schauen wir da mal ein episches, perfekt zum Zeigen. Also ein episches kann man da auch rausziehen. Das sind dann nämlich 8 kleine Gelee.
Ja, also jetzt haben wir genug hier aufgemacht. Aber ihr seht, es geht relativ schnell, ne? Jetzt habe ich hier 25, nochmal hier auch welche, die 2, die 4 wert sind. Das ist 8 wert, also es geht relativ fix dadurch. Die Brille könnt ihr euch holen, wenn ihr respektvoll seid und insgesamt ja, 20 von den blauen investiert. Das solltet ihr auch machen, lohnt sich. Wenn ihr hier dieses Item, den Gelee-Magnet, vorher bekommt, bevor ihr respektvoll seid, setzt ihn erst ein, wenn ihr respektvoll seid, wenn ihr diese Brille habt. Dann seht ihr nämlich alle auf der Map. Davor fliegt es einfach so ab, beziehungsweise es gibt Gruppen, was ich heute Abend zum Beispiel auch gemacht habe. Da haben manche die Brille und dann können alle anderen hinterherfliegen und die Sachen aufmachen, weil die sind halt teilweise schon ein bisschen blöd versteckt. Eine andere Alternative ist es noch, sobald ihr diese Brille noch, also solange ihr die Brille noch nicht habt, einmal hier unter Grafik zu gehen, die Sichtweite auf Max zu stellen, oder Umgebungsdetails und Bodendichte auf 1, dann habt ihr das nämlich so wie ich hier, dass ihr kaum Gestrüpp oder sowas rumliegen habt, dann seht ihr es einfach besser. Und zusätzlich kann ich euch noch empfehlen, hier die Namen alle komplett auszublenden, also sprich, dass ihr auch nicht mehr diese Namenbalken habt, weil das irritiert dann teilweise auch. Und dann seht ihr das ein bisschen besser, das Ganze. Genau, so viel dazu. Die Events hier alle zu spielen, würde ich euch abraten. Ihr bekommt meistens zwischen 5 und 12 Gelee am Ende aus diesem Vorkommen raus. Diese Events dauern 5 Minuten. Man muss sie im Tool auch noch suchen. Meistens muss man noch warten, bis alle Leute da sind. Dann sind 6, 7, 8 bis 10 Minuten schon mal verdingst für ja, hier 5 bis 12 von dem Gelee. Und wie gesagt, die Ruftokens kannst du an die Wand klatschen, habe ich ja gerade erklärt, dass die sinnlos sind für das Mount. Dementsprechend in 10 Minuten farme ich dir über hier aufsammeln das 10, naja, ich weiß nicht, ob es 10-fache ist, aber auf jeden Fall deutlich mehr. Das Fünffache würde ich schon sagen. Ja, habt ihr gerade gesehen mit dem Abfliegen, da ging schon deutlich mehr von der Zeit her. Ja, das soweit von den Infos. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich jetzt ein bisschen damit weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.